Guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören Kontrafunk, die Sendung unter Freunden mit Bernhard Lassar. Diesmal führe ich ein Gespräch mit dem Schriftsteller Gunnar Kunz. Und wir sprechen über Meinungsfreiheit, über den Gender Empathy Gap, whatever that is, und über die Weimarer Republik. Und dazu begrüße ich zunächst mal ganz herzlich den Schriftsteller Gunnar Kunz. Guten Abend, Gunnar. Schön, dass du gekommen bist. Guten Abend, ich freue mich. Danke. Danke für die Einladung. Bitte, bitte, bitte. Du bist ein sehr fleißiger Schriftsteller. Du hast 40 Theaterstücke geschrieben. Es gibt Kinderbücher von dir. Es gibt auch Bücher der sogenannten leichten Muse, Sachbücher und Bücher, die im Regal Fantasy stehen. Eine deiner besonderen Besonderheiten sind Kriminalromane, die in der Weimarer Republik spielen. Und darüber wollen wir uns unterhalten, obwohl die ja nun ziemlich düstere Titel haben. Die heißen zum Beispiel Dunkle Tage, das klingt schon mal gar nicht gut, Schwarzer Donnerstag, Schwarze Reichswehr, Dolchstoß, Aufmarsch der Republikfeinde, Organisation C, so heißen diese Krimis, Zeppelin 126 oder Ausgeleuchtet, und einer, der könnte vielleicht der neue Bestseller werden, der heißt sogar Inflation. Ja, die spielen nicht nur in der Weimarer Republik, sondern das Entscheidende dabei ist, ich erzähle die Geschichte der Weimarer Republik damit. Das betone ich deswegen, weil es ja mehrere Serien inzwischen gibt, die sich mit der Weimarer Republik befassen. Mhm. Und ich würde immer mal behaupten, dass meine die einzige ist, in der die Weimarer Republik nicht bloß Kulisse ist oder so, sondern wirklich auch Thema. Und zwar deswegen natürlich ein Thema, weil wir ja aus der Zeit was lernen sollen. Das hören wir immer wieder, ja, während den Anfängen. Und wir wissen ja inzwischen, wie es ausgegangen ist. Also sollen wir einen besonderen Blick auf die Weimarer Republik werfen und auf die Zeit und auf die Probleme. Wie gehst du da vor? Du lebst ja schließlich heute. Ja, das stimmt. Naja, das hat natürlich sehr viel mit Recherche zu tun, logischerweise. Recherche nimmt den meisten Raum ein, sagen wir es mal so. Ich recherchiere da auf vier verschiedene Weisen eigentlich. Mhm. Und zwar zum einen durchaus auch im Internet. Im Internet gibt es interessante Dinge manchmal. Da habe ich eine Dissertation gefunden, die Kosmetika in der Weimarer Republik. Dann habe ich zum Beispiel für den Zeppelin-Roman, habe ich festgestellt, dass es ein sogenanntes Mikifon gerade zu der Zeit gab. Ein Patent, ein Mikifon. Das ist ein Grammophon gewesen zum Zusammenhang. Bauen, ein Schweizer Patent. Mhm. Und da habe ich gedacht, das muss ich unbedingt einbauen in den Roman, weil das eben auch ein bisschen was erzählt. In den Zeppelin durfte man nur begrenzt Gepäck mitnehmen, auch wegen des Gewichts und so weiter. Und da dachte ich, das wollte ich unbedingt einbauen. Mir war dann nur klar, wenn ich das einbaue, dann muss ich auch beschreiben, wie das zusammengebaut wird. Wie baut man so ein Mikifon zusammen? Es gibt nichts, was man bei YouTube nicht finden kann. Also bei YouTube habe ich das Video gefunden dazu. Als du dich jetzt in die Weimarer Zeit eingearbeitet hast, hast du dich dann auch in die Musik eingehört? Auf diesem Mikifon zum Beispiel im Zeppelin und dann was gespielt von Paul Whiteman und so weiter. Und es gab den Tiger Rack, das war so das Erste, was so in Deutschland kam. Ja, ich merke schon, du hast dich natürlich für die Details interessiert, und das muss man auch als Schriftsteller. Schließlich will man ja auch die Sache kolorieren und will die mit Leben anreichern, will die mit Anschauung anreichern. Das ist ja kein Geschichtsbuch. Aber diese Details, die sollen uns das schmackhaft machen, uns mit der Weimarer Republik auseinanderzusetzen und diese Themen, die dahinter lauern, besser zu verdauen und besser zu verstehen. Und welche sind denn nun die großen Themen, die dahinter lauern? Da gibt es natürlich ganz viele. Also das ist logischerweise der aufkommende Nationalsozialismus, der da ganz wesentlich ist. Das ist aber auch natürlich die Armut. Das ist auch das, was man immer so als die goldenen 20er Jahre versteht. Und das sind vor allen Dingen natürlich die Gegensätze zwischen diesen Dingen, die das Ganze so spannend machen. Die Gegensätze? Naja, die Gegensätze zwischen eben dieser unglaublich aufblühenden Kultur in den 20er Jahren, auch die Freiheit, die es plötzlich gab, und dann im Gegenzug diejenigen Kräfte, die versucht haben, das Rad zurückzudrehen, die sozusagen beharrenden Kräfte aus der Kaiserzeit. Man spricht eben von der goldenen Zeit, einerseits von den goldenen 20er Jahren, aber wenn man deine Titel sich nochmal in Erinnerung ruft, dann denkt man, das war eine schwarze Zeit. Ja, das war es auch. Donnerstag und mit dunklen Tagen und der schwarzen Reichswehr. Das war sie mit Sicherheit auch für die meisten Menschen. Die goldenen 20er Jahre, die gab es nur für eine sehr, sehr kleine Kaste. Ungeachtet der Tatsache, wie gesagt, dass eben die Kultur eine große Blüte erlebt hat. Die ganze Welt ist wie
Entscheidend sind für mich nach wie vor Bücher. Wir haben hier in Berlin, wo ich lebe, das Glück, dass wir das Zentrum für Berlin-Studien haben. Und da gibt es nicht nur Bücher über die Weimarer Republik, sondern auch aus der Weimarer Republik. Das heißt, da recherchiere ich natürlich ganz viel. Drittes Standbein sozusagen sind, was genauso wichtig ist, die Zeitungen von damals, die es dort im Zentrum für Berlin-Studien auf Mikrofilm gibt. Das heißt, da weiß ich dann, worüber haben sich die Leute unterhalten. Das Brot wurde 10 Pfennig teurer, so diese ganzen Dinge. Und als viertes dann noch immer jeweils spezifisch für den jeweiligen Roman Interviews. Für den Zeppelin-Roman bin ich natürlich nach Friedrichshafen gefahren und habe im Zeppelin-Archiv recherchiert. Oder ich führe eben, wie gesagt, Interviews. Ich habe für den ersten Band noch das Glück gehabt, mit Zeitzeugen sprechen zu können. Mit Zeitzeugen, die wie alt waren? Das waren Menschen, die 1917 und 18 geboren wurden, also die ihre Kindheit noch in der Weimarer Republik erlebt haben. Und die waren zu dem Zeitpunkt Ende 80, Mitte, Ende 80. Und nun machst du ja viele Lesungen mit diesen Romanen und vor allen Dingen auch Schullesungen und da kommen dann immer die Fragen auf. Genau. Und da wird man dich also fragen, was sollen wir lernen aus dieser Zeit? Übrigens habe ich neulich gelesen, dass es jetzt wieder Wärmehallen geben wird. Das sind Räumlichkeiten, wo Leute, die sonst frieren würden, sich aufhalten können. Und solche Wärmehallen, die gab es auch schon in der Weimarer Zeit. Zurück zu den Schülern. Die Schüler fragen dich dann, warum sie sich mit der Weimarer Republik auseinandersetzen sollen und was sie da lernen sollen aus deinen Krimis. Die sind ja nicht bloß unterhaltsame Krimis, das sind sie natürlich auch, aber sie sind eben auch lehrreich. Das war ja auch der Ansatzpunkt, warum ich angefangen habe, damals diese Serie zu schreiben, dass es einfach eine extrem wichtige Zeit ist. Da liegen schließlich die Grundlagen unserer Demokratie. Mhm. Und ich glaube einfach auch, dass man den Nationalsozialismus nicht verstehen kann, wenn man nicht wirklich die Weimarer Republik verstanden hat. Und ich weiß in meiner Schulzeit, und ich weiß, dass es heute auch noch so ist, eben von den Schülern, mit vor denen ich gelesen habe manchmal, ist die Weimarer Republik im Galopp durchgenommen worden, ein halbes Jahr. Ich habe auch damals nichts behalten. Das habe ich mir alles jetzt erarbeitet. Und das ist einfach, ja, das ist einfach zu wenig. Und ich, meine schönste Rezension, die ich jemals bekommen habe, bestätigt mir das ja, was ich damit vorhabe mit der Serie, weil da hat jemand geschrieben, eine Bloggerin, die offensichtlich Geschichte studiert hat, dass sie weder im Geschichtsunterricht in der Schule noch im Geschichtsstudium wirklich verstanden hat, wie es zur Machtergreifung der Nationalsozialisten gekommen ist. Und das hätte sie durch meine Serie begriffen. Also das, ein schöneres Lob gibt's nicht. Wie stellt man sich denn normalerweise vor, wie die Weimarer Zeit gewesen ist? Wir haben ja doch, wenn auch nur kurz in der Schule, etwas darüber gelernt. Und wir wissen ja, wie es weiterging. Was sind die gängigen Urteile und die, vielleicht auch die gängigen Vorurteile, die gängigen Schnellurteile? Was würdest du sagen, ist eigentlich so das generelle Verständnis, möglicherweise Missverständnis über die Weimarer Zeit? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Also eins davon ist eben, wie gesagt, dass eine goldene Zeit wäre. Das hatte ich ja schon gesagt, dass davon kann man nun wirklich für die meisten Menschen nicht reden. Mir ist auch während der Recherchen erst klar geworden, dass diese Menschen wirklich 10 Jahre gehungert haben. Also von 1914 bis 1924. Also die haben 4 Jahre Krieg gehabt, dann haben sie Revolution gehabt, dann haben sie Putschversuche gehabt, dann haben sie die Hyperinflation gehabt. Also die haben wirklich 10 Jahre gehungert. Dann gab es so ein paar Jahre, die man so als die stabilen Jahre der Weimarer Republik bezeichnet, wo man so die Hoffnung hatte oder wo die kleinen Leute so die Hoffnung hatten, jetzt geht's wieder aufwärts. Und dann kam halt die Weltwirtschaftskrise. Und da finde ich es nicht verwunderlich, dass die dann sozusagen dem nächstbesten Bauernfänger nachgelaufen sind. Also das war so eine Erkenntnis, die ich so gezogen habe. Und gab es richtig Hungertote? Ja, auf jeden Fall. Und was noch so eine gängige, was so ein gängiger Irrtum ist, dass die, sagen wir mal, die Rechtsreihe, man sagt ja dann eben die, also SPD und KPD, also die linken Kräfte, haben sich gegenseitig bekriegt. Das hätte den Nationalsozialismus ermöglicht. Da ist auch was dran. Was man dabei aber vergisst, ist, dass natürlich auf der rechten Seite genauso ein Grabenkrieg stattgefunden hat und dass die eben nicht alle den Kaiser wiederhaben wollten. Da gab es die Kaisertreuen, aber es gab eben auch die Freikorps, die hätten sich viel mehr einer Militärdiktatur erfreut und es gab die Völkischen und so. Also diese ganze Differenzierung versuche ich eben auch in den Krimis darzustellen und die geht verloren, wenn man nur ein halbes Jahr irgendwie Weimarer Republik in der Schule durchnimmt. Man kriegt natürlich auch leicht ein etwas schräges Bild und ein besonders buntes Bild von dieser Zeit, wenn man sich nur auf diese kulturellen Hinterlassenschaften konzentriert und sich überlegt, was gab es da an Musik, was gab es da an Theater. Es muss unglaublich viel Theater gegeben haben.
Ja. Obwohl die Leute kein Geld haben für Lebensmittel. Das stimmt. Das war eine wirklich richtig große kulturelle Zeit. Da war ja auch Deutschland mitführend, was zum Beispiel Stummfilm betrifft und eben wie gesagt Theater, Musik und so weiter und so fort. Ein bisschen was lebt davon noch weiter übrigens in Berlin. Es gibt also nicht nur im Kino Babylon ab und zu mal einen Stummfilm zu sehen, sondern es gibt im Froschkönig in Neukölln regelmäßige Stummfilmabende. Auf die möchte ich extra hinweisen, weil die geben einem ein bisschen einen Eindruck von der kulturellen Welt, die es damals in den 20er Jahren gab. Ich erzähle halt, wie gesagt, nur die Geschichte der Weimarer Republik in 12 Bänden. Und ich bin jetzt sozusagen im Endspurt. Ich bin gerade dabei, Band 11 zu schreiben. Da geht es dann eben wirklich darum, wie wurde Hitler Reichskanzler? Das ist zum Beispiel, was in der Öffentlichkeit völlig falsch gesehen wird. Da wird in der Regel entweder geglaubt, er sei gewählt worden oder aber er hätte sich mit Macht sozusagen, mit Gewalt die Kanzlerschaft erstritten. Und beides stimmt nicht. Es ist letztlich ein Zusammenspiel von sehr unglücklichen Augenblicken, von persönlichen Animositäten und auch Intrigen zwischen Hindenburg, dem damaligen Reichskanzler von Schleicher, dem Reichskanzler davor von Papen und noch so ein paar Randfiguren. Und das ist höchst spannend, muss ich sagen. Du hast also vor, insgesamt 12 Bücher zu schreiben? Genau. Hast du eine durchgehende Figur? Ich habe ein etwas ungewöhnliches Ermittlertrio. Das sind meine Hauptfiguren. Also meine eigentliche Hauptfigur ist Hendrik Lilienthal, der ist Professor für Philosophie. Die zweite im Bunde ist Diana, ursprünglich Diana Escher und Assistentin von Max Planck. Und ich habe damals also sozusagen das klassische Element des Amateurdetektivs durch die beiden darstellen wollen. Und dritter im Bunde ist allerdings dann der Bruder von Hendrik und inzwischen Ehemann von Diana, Gregor Lilienthal, der ist halt tatsächlich Kriminalkommissar. Man könnte ihn süchtig werden und wie bei Harry Potter wenn man eins gelesen hat, dann das zweite lesen wollen und trifft dann auf bekannte Figuren. Ja, und nicht nur das, vor allen Dingen, also man kann jeden Band natürlich für sich lesen, weil alle Bände sind in sich abgeschlossen, aber man hat einfach ein zusätzliches Vergnügen, wenn man von Anfang liest, weil sich die Figuren auch weiterentwickeln, also die bleiben nicht stehen, es ist nicht immer derselbe Anfang und derselbe Schluss. Auch die Nebenfiguren entwickeln sich weiter und man erfährt einfach zusätzlich was über die Weimarer Republik, weil ich eben versuche, die Zusammenhänge darzustellen. Also beispielsweise Kapitän Erhard, den kennt heutzutage kaum noch jemand. Das ist einer der Totengräber der Weimarer Republik gewesen. Er hat die Mordorganisation Konsul geleitet, die für die Ermordung von Walter Rathenau zuständig ist. Der war beteiligt am Kapp-Putsch. Seine Männer haben Hitlers SA mit aufgebaut. Und so jemand, der einfach eine wichtige Figur ist und heute völlig vergessen, der taucht in meinen Romanen immer wieder auf. Dann kann man tatsächlich verfolgen, manchmal nur in einem Nebensatz oder in einem Kapitel. Aha, da ist er geflüchtet, da gab es diese Justizverhandlung und so weiter und so fort. Und durch diese Sachen versuche ich einfach Zusammenhänge darzustellen und begreifbar zu machen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf eine Schulsituation, wie ich sie mir vorstelle. Also du hast es selber gesagt, in der Schule wurde das leider etwas sträflich behandelt. Aber jetzt haben wir die Lehrer die Möglichkeit, einen Autor einzuladen, der eine Schullesung macht. Der liest dann ein Kapitel vor und dann dürfen die Schüler fragen, wovor sollen wir gewarnt werden und wo sind die Gefahren für heute? Die sind tatsächlich sehr stark vorhanden, aber vermutlich an anderer Stelle, als sie die meisten Leute denken werden. Aha. Also ich muss zugeben, je länger ich mich damit beschäftige, und das tue ich nun seit 23 Jahren, und je schlimmer so in meinen Augen der Zeitgeist wird, desto größere Parallelen sehe ich. Ich sehe zum Beispiel Parallelen im Moralismus, also in der Verachtung der Rationalität. Das war damals ganz stark so und das ist heute wieder so. Damals ging es darum, sozusagen, wer sich völkisch gefühlt hat, der war auf der Höhe der Zeit. Und wer sich heutzutage diskriminiert fühlt, der ist auch auf der Höhe der Zeit. Also das Gruppendenken. Ja, das ist eine Rückkehr zur Rassen- und Stammespolitik wie damals. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Also die würdest du heute wieder so sehen? Die sehe ich heute wieder so, ja. Nur aus der anderen politischen Richtung, aber ansonsten kein großer Unterschied. Die Frage ist immer sozusagen, wer bestimmt den Diskurs, wer bestimmt die öffentliche Meinung, wer setzt sich durch letzten Endes? Und durchgesetzt haben sich eben diejenigen damals, die die Rationalität verachtet haben. Und so wie ich das sehe, sind wir dabei, dass sich hierzulande und heute auch wieder diese Leute durchsetzen. Ja, dann als nächstes haben wir dann diese Denunziationsunkultur.
Also dieses, was damals Kauft nicht bei Juden war, das heutzutage heißt das dann, wir wollen denen und denen keine Plattform bieten. Das, was letztlich auf Berufsverbote hinausläuft, die Cancel Culture, die sogenannte, von denen ja immer noch einige behaupten, es gäbe sie nicht. Damals war es, wer Patriot war, hatte die richtige Gesinnung. Heutzutage ist es, wer für Diversität ist, hat die richtige Gesinnung. Und dann müssen wir nicht mehr diskutieren. Jetzt will ich es doch noch mal ganz direkt fragen. Kann es denn sein, dass vielleicht die eine oder andere Schulstunde enttäuschend verläuft? Die Schüler würden aus deinem Roman und aus dem, was du vorgelesen hast, den Schluss ziehen. Ah, jetzt habe ich verstanden. Der Kampf gegen rechts ist das Gebot der Stunde, damit es nicht wieder so wird wie in der Weimarer Republik. Na gut, das ist prinzipiell erstmal nicht falsch, natürlich wachsam zu sein gegen rechts, das widerspricht dem ja nicht. Das gibt's selbstverständlich auch in meinem Roman. Ich meine, ich erzähle ja nun gerade, wie Hitler an die Macht kam und wie über Leichen damals gegangen worden ist. Es geht nur halt einfach darüber hinaus. Es ist eben ein Fehler und ich glaube, dadurch, durch meine Recherchen auch erst verstanden zu haben, was man sich immer fragt, warum lernen wir nichts aus der Geschichte? Das habe ich mich ja lange gefragt. Ich glaube, das fragen sich viele Menschen. Und ich glaube, wir lernen deshalb nichts aus der Geschichte, weil wir immer nur wie hypnotisiert auf eine individuelle Ausprägung von Problemen gucken, statt darauf zu achten, was sind eigentlich die Methoden, die dahinter stecken. Und die Methoden sind das eigentlich Gefährliche. Ziele gibt es im Dutzend billiger. Jeder Diktator kann einem erzählen, warum seine Ziele ganz toll sind und warum leider Gottes die Hälfte der Bevölkerung über die Klinge springen muss. Aber es sind die Methoden, auf die es ankommt. Und die haben nichts mit rechts und links zu tun. Welche Rolle spielten denn damals die Studenten? Wir neigen ja heute dazu, die Studentenbewegung als etwas durchgehend Gutes anzusehen. Viele glauben sogar, die 68er-Bewegung wäre so etwas wie die Erlösung gewesen. Und ohne die 68er würden wir alle noch heute Frauen an der Küche anketten. Also neigen viele dazu, die 68er als Heilsbringer zu sehen und die Studentenbewegung als wichtige Kraft zu sehen, die eine Gesellschaft zum Besseren wendet. Kann man das auch über die Zeit der Weimarer Republik sagen? Ganz gewiss nicht. Das ist auch etwas, was durchaus auftaucht, wo man, denke ich, auch gut Parallelen ziehen kann zu heute und als Leser vermutlich auch tut. Die Intoleranz und Ideologiebereitschaft der Studenten damals war ja extrem groß. Es gab das Kesseltreiben gegen unliebsame Professoren wie Theodor Lessing. Heute gibt es genau dasselbe. Münklerwatch heißt so ein Schlagwort. Also das Ausgrenzen von Andersdenkenden. Damals waren es eben die republikanisch Gesinnten und die jüdischen Studenten, die ausgegrenzt wurden. Heutzutage sind es zum Beispiel die, die nicht gendern wollen, die Studenten nicht mit bestimmten Büchern oder mit bestimmten Theorien in Kontakt kommen wollen. Das war damals auch so. Das ist heute wieder so. Finde ich ganz erschreckend. Also diese Weigerung, den eigenen Horizont zu erweitern und das Feststecken in der Filterblase, das war ganz stark und das ist bei mir im 10. Band zum Beispiel, spielt das eine wichtige Rolle. Das ist heute leider wieder. Damals halt von rechts, heute von links. Und es gibt natürlich, das darf man auch nicht vergessen, die Bücherverbrennung damals, die ging von den Studenten aus und heute wieder geht es darum, jetzt werden Bücher nicht verbrannt, aber Bibliotheken sollen Bücher aussortieren, Bücher sollen umgeschrieben werden, bestimmte Worte sollen nicht genannt werden und so weiter. Ja, und es werden wieder Vorträge abgesagt. Zum Beispiel. Aus Sicherheitsbedenken. Ja. Aber das ist ein Unterschied. Damals konnte man sagen, die Gefahr ging von rechts aus. Mhm. Und heute, wenn man sagt, oh, es gibt wieder sowas wie Cancel Culture, es gibt wieder sowas wie Zensur, fast so etwas wie Bücherverbrennung auf neue Art. Ja. Aber diesmal geht sie nicht von den Rechten aus. Ja, so ist es. Ich kann einfach mal erzählen sozusagen meinen Werdegang, weil das ist, glaube ich, in dem Falle nicht unwichtig. Ich habe ja auch ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Luft zum Atmen. Das besteht nur aus zwei Kurzgeschichten. Das ist so, das ist eine erfundene Geschichte, aber sagen wir mal zu 80% autobiografisch. Und ich beschreibe darin die 70er Jahre, das sind die Jahre, in denen ich politisch groß geworden bin, in einer Kleinstadt und nicht nur in einer Kleinstadt, sondern im Zonenrandgebiet, also doppelte Provinz sozusagen. Doppelte Provinz. Ja, genau, wo die Leute einem vorschreiben wollten, wie man zu leben hat. Und ich mit meinen etwas ungewöhnlichen Vorstellungen, ich will Schriftsteller werden und so weiter, war da natürlich überhaupt völlig unangepasst. Und ich habe da sehr drunter gelitten damals, unter diesem sozialen Druck. Und ich war froh, als ich dann nach meinem Zivildienst in die Großstädte gegangen bin und Freiheit genießen konnte. Und muss erleben, dass ich jetzt wieder in einer Welt mich befinde, in der mir diesmal die linken Spießer vorschreiben wollen, wie ich zu leben habe. Und nicht nur, wie ich zu leben
Leben habe, sondern auch, wie ich zu sprechen habe, was ich zu denken habe. Das ist für mich aus meiner Geschichte heraus auch derart unerträglich. Und auch als jemand, ich betrachte mich als einen Linksliberalen, für mich ist die gerade die Tatsache, dass es die Linken sind, die in meinen Augen alles verraten haben, wofür Links eigentlich mal stand, das kann ich kaum aushalten. Du hast deswegen auch deine Mitgliedschaft im Schriftstellerverband gekündigt. Ja. Obwohl du selbst einmal im Vorstand des Berliner Regionalverbandes warst und also durchaus aktiv warst und nicht bloß eine Karteileiche warst, ja, bist du aus dem Verband der Schriftsteller ausgetreten. Warum? Also es gab mehrere Gründe. Es hatte auch was damit zu tun, zum Beispiel, dass die statt ihren eigentlichen Aufgaben nachzukommen, die in meinen Augen darin bestehen, die soziale Situation der Schriftsteller zu verbessern, Selbstbeweihräucherung betrieben haben mit so Aktionen wie Worte gegen Rechts und so weiter. Diese üblichen Wir-sind-die-Guten-Aktionen, das hat mich schon gestört, aber das wäre jetzt nicht der eigentliche Grund gewesen, auszutreten. Auch, dass sie immer noch diese unsägliche Lüge vom Gender Pay Gap verbreiten, finde ich furchtbar. Und vor allen Dingen aber, dass sie zwar ständig gegen Unterdrückung der Meinungsfreiheit in anderen Ländern sind, nur die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, die hier stattfindet, offensichtlich nicht mal wahrnehmen. Das ist einer der Gründe gewesen. Und der zweite Grund war halt die Umbenennung. Die haben sich umbenannt vom Verband Deutscher Schriftsteller in Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Also mit anderen Worten, das Gendern hält dort Einzug. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt irgendwelche Beamten machen oder so, schlimm genug, aber wenn Schriftsteller nicht mal mehr ihre eigene Sprache kennen, das finde ich so peinlich, da möchte ich mich nicht mit gemein machen. Und hast du deswegen Ärger gekriegt? Ja, sicher. Also es gibt Kollegen, Kolleginnen, die schlecht über mich reden, das ist klar, weil wir eben in einer Zeit leben, in der nicht mehr ausgehalten wird, dass Leute andere Meinung haben. Es gibt auch eine Cancel Culture gegen mich, weniger vielleicht wegen des Austritts an sich, als einfach, weil ich mich gegen den Zeitgeist und gegen diese Bevormundung engagiere. Ja, ich habe Nachteile. Ich selber bin nicht deswegen aus dem Verband der Schriftsteller ausgetreten, weil ich schon ausgetreten war zu dem Zeitpunkt. Ich wäre auch ausgetreten. Die Weimarer Zeit war aber nicht nur gekennzeichnet von einem tollen Kulturleben, von den goldenen 20er Jahren, von Film und Tanz und ja und schönen Liedern, sondern sie war auch gekennzeichnet von Armut, wie du uns vorhin erzählt hast, und von Gewalt, von Straßenkämpfen. Ja. Wie sah es damit aus? Naja, auch da gibt es natürlich Parallelen zu heute. Also für mich ist, da mache ich mich jetzt wieder sehr unbeliebt mit, aber für mich ist die Antifa nichts anderes als die SA von damals. Ich habe mir zwar sagen lassen, dass es angeblich unterschiedliche Gruppierungen in der Antifa gibt. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nur die Antifa aus Berlin und ansatzweise die aus Hamburg und kann nur sagen, da ist es für mich 1:1 dasselbe. Das sind Leute, die Politik mit Knüppeln auf der Straße machen. Das sind zum großen Teil verkrachte Existenzen, die keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen wollen, sondern Sündenböcke suchen. Und was das Allerschlimmste ist, sobald sie Morgenluft wittern, also sobald, sagen wir mal, sie merken, dass sie nicht verfolgt werden für etwas oder dass sogar Medien und Teile der Politik auf ihrer Seite sind, kommen die niedrigsten Instinkte bei denen raus und sie prügeln auf diejenigen ein, auf die man ungestraft einprügeln kann. Kommt denn eine SA bei dir vor in deinen Büchern? Ja, natürlich, ständig. Ständig? Ja, ja. Klar, die war ja ständig zugange. Also die haben Pogrome schon sehr früh veranstaltet und so weiter und so fort. Und Veranstaltungen verhindert? Veranstaltungen verhindert natürlich. Sie haben zum Beispiel Schlägereien angezettelt. Sie haben zum Beispiel die Verfilmung von Im Westen nichts Neues verhindert. Da haben sie dann Stinkbomben geworfen, weiße Mäuse freigelassen und so weiter. Wirklich, richtig weiße Mäuse? Ja, ja, richtig. Ja, ja. Und die Politik hat dann so darauf reagiert, dass sie gesagt haben, okay, der Film ist eine Gefahr für die Bevölkerung, der muss dann halt raus. Und damals war es auch so, dass die SA nicht verfolgt wurde, oder? Klar gab es Gerichtsverhandlungen und so weiter. Die sind nur immer mit dem blauen Auge davon oder meistens. Ich will auch nicht sagen immer, es hat durchaus auch Urteile gegeben, aber es gibt zum Beispiel dieses Buch von Emil Julius Gumbel, das war ein Professor, der Statistiker war, der deutlich aufgelistet hat, die Verbrechen von rechts und links und die Strafen, die entsprechend verhängt wurden. Und da kam in der Zeit der Weimarer Republik. Und da kam, also der hat in der Zeit auch gelebt, wurde auch verfolgt später dann. Und der hat eben ganz deutlich gemacht, dass die Rechten damals mit einem blauen Auge ständig davon gekommen
sind, während die Linken für zum Teil lächerliche Vorfälle streng bestraft worden sind. Gab es auch etwas Vergleichbares von links? Ja, selbstverständlich. Die Kommunisten haben natürlich auch, genauso wie die Nationalsozialisten, ständig versucht, die Republik zu zerstören. Die haben auch ständig agitiert und zwar auch mit Gewalt gegen den Staat. Und was eben heute auch wieder geleugnet wird, das ist eine weitere, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, was sind so die Mythen über die Weimarer Republik? Mhm. Ein weiterer Mythos ist ja, dass sich die Extremisten von rechts und links, dass sie nichts miteinander zu tun hätten, dass die Rechten ganz schlimm sind und die Linken ja eigentlich aus guten Motiven heraus dieselben Methoden anwenden. Und wenn man sieht, wie viel Fluktuation es auch gerade gab zwischen den Rechten und den Linken. Ich bin gerade dabei, ich schreibe gerade im Moment die Szene 1932, da gab es den BVG-Streik, also einen Streik der Arbeiter, die permanent Lohnsenkungen hinnehmen mussten und die dann, also von der BVG, und die dann gestreikt haben. Und da haben sich Kommunisten und Nationalsozialisten zusammengetan, nicht zum ersten Mal übrigens. Und bei einer dieser Wahlen von Hitler sind einige 10.000 Kommunisten zu Hitler umgeschwenkt. Also die extremistischen Kräfte von beiden Seiten ähneln sich mehr, als manch einer wahrhaben will. Es gab aber auch die klassischen Schlägereien. Nicht nur Schlägereien, es gab jede Menge Mord und Totschlag zwischen den Gruppierungen. Ja, natürlich muss man auch einfach sagen, dass der Krieg, der Erste Weltkrieg, ja einer der grausamsten Kriege überhaupt, die Menschen einfach verroht hat. Ein Menschenleben war nichts mehr wert. Es gab ja damals so die Vereinslokale, sage ich mal. Die verschiedenen politischen Gruppierungen hatten eigentlich immer so ihre eigenen Lokale. Und es ging nicht mal darum, was jemand vielleicht Schlimmes gesagt oder getan hat, sondern es reichte aus, dass der eben im Lokal der Kommunisten oder im Lokal der Nationalsozialisten aufgetaucht ist und schon wurde geschossen. Wenn man bei Wikipedia unter Gunnar Kunz nachschlägt, dann findet man gar nicht so viel über deine Krimis, die in der Weimarer Zeit spielen, sondern da findet man gleich zu Anfang die Bemerkung, du wirst der antifeministischen Männerrechtsbewegung zugerechnet. Mhm. Eine Formulierung im Passiv. Und wenn man dann unter antifeministischer Männerrechtsbewegung nachguckt, dann findet man dich auch nicht. Es wird auch nicht gefragt, ob du dich selbst dem zurechnest, sondern du wirst dem zugerechnet. Würdest du dich selbst dem zurechnen? Wie ich immer sage, nein, weil, also erstens mal anti, also diese ganzen Fremdzuschreibungen sind schon mal furchtbar. Ich halte nichts von anti, ich möchte etwas positiv bewirken. Ich bezeichne mich, wenn überhaupt, als Feminismuskritiker. Ich bezeichne mich auch nicht als Männerrechtler, weil in meinen Augen gibt es weder Männerrechte noch Frauenrechte, es gibt nur Menschenrechte, die allerdings sollten dann für alle gelten. Also wenn wir hier ständig jedes Jahr wieder, das ist einer der Gründe, warum ich mich damit beschäftige, wenn wir jedes Jahr wieder Spendenaufrufe, Aktionen und sonst was haben, um häusliche Gewalt gegen Frauen zu verhindern, dann heißt das ja nichts anderes als häusliche Gewalt gegen Männer ist unwichtig. Und diese Doppelmoral kotzt mich an, dass ich mir seit 50 Jahren, und zwar nicht bloß in Stammtischen oder im Internet, sondern aus den Leitmedien anhören muss, da und dort sind 100 Menschen gestorben, darunter 2 Frauen, Klammer auf, und der Rest ist unwichtig, Klammer zu. Das sind so Sachen, die ich einfach furchtbar finde und deswegen engagiere ich mich dagegen. Und da bin ich aber nicht anti irgendwas, sondern da versuche ich einfach Gerechtigkeit herzustellen. Ja, und es gibt ein Buch von dir, in dem du die Sachen zusammenstellst. Genau. Besonders Frauen heißt das, am Untertitel Schwarzbuch Feminismus von 1968 bis 2019, also 2020 kam das Buch raus. Ich stelle mir das so vor, als wäre das eine Entsprechung zu deinen Arbeiten über die Weimarer Republik. Da hast du auch erstmal Studien gemacht und hast die Geschichte rekonstruiert und hast in Archiven gewühlt, natürlich vieles davon im Internet. Und so hast du es diesmal eben auch in dieser Zeitspanne gemacht. Du hast versucht, Zeitungsartikel aus dieser Zeit zusammenzustellen, Artikel aus dieser Zeit zusammenzustellen. Es ist eine Chronik der laufenden Ereignisse. Ja. Und man kann sagen, der Terminkalender lügt nicht. Also das, was passiert ist, ist halt passiert zu der Zeit. Und du hast es einfach nur festgehalten. Ja, wenn man mir da unterstellt, irgendeine Tendenz oder sonst irgendwas, vielleicht vom Vorwort mal abgesehen, wo ich bestimmte Dinge in Perspektive setze, aber ansonsten fällt so ein Vorwurf höchstens auf den Feminismus selbst zurück, weil ich einfach nur feministische Quellen zitiere. Du bist so eine Art Protokollführer dieser bewegten Zeit. Genau. Also ist auch ein sehr sachliches Buch. Ja. Immerhin kommt manchmal ein bisschen was vor, was einen an die Zeit erinnert. Du erwähnst auch politische Schlagzeilen und du erwähnst vielleicht auch ein paar Lieder, die in der Zeit gelaufen sind. Aber ansonsten beschränkst du dich darauf, einfach nur zu erzählen, was in der Zeit passiert ist. Und wenn man das der Reihe nach liest, dann sieht man, wie diese Entwicklung langsam immer weiter
unumkehrbar immer weiter vorangeschritten ist. Und man kann sich den jetzigen Stand der Diskussion dadurch besser erklären. Ja, genau. Das ist letztlich derselbe Ansatz. Da hast du recht, wie eben meine Krimis, dass ich versuche, Zusammenhänge herzustellen. Das war auch die Idee dahinter. Ich mache ja die Erfahrung, wenn ich den Feminismus kritisiere, wie gesagt, ich komme nun aus einer, sagen wir mal, eher linken Generation und auch aus dem entsprechenden Umfeld. Und wenn ich den Feminismus kritisiere, ernte ich da oft Unverständnis und dann, sagen wir mal so, die Reaktionen sind eher so in der Richtung, okay, es gibt Auswüchse, aber es sind eben Auswüchse, die gibt's überall und eigentlich ist das doch eine tolle Sache. Und mein Gedanke war eben, wenn man mal das Ganze geballt zusammenstellt, was in den letzten 50 Jahren so passiert ist, dann kriegt man vielleicht hoffentlich mit, dass es eben nicht nur Auswüchse sind, sondern dass der Kern des Feminismus aus Männerhass besteht und aus Privilegierung und so weiter. Gunnar, jetzt muss ich auch mal einschreiten, denn ich meine, was hast du eigentlich gegen den Feminismus? Der Feminismus ist doch eine gute Sache, er will die Frauen fördern, wir lieben ja alle die Frauen. Ich meine, du bist ein schmucker Kerl, du hast wahrscheinlich auch Erfolg bei Frauen, du hast kein Drama erlebt, die Frauen haben dir nicht Unrecht getan, du hast kein Kind, das man dir weggenommen hätte, du bist nicht fälschlich beschuldigt worden, dass du wegen MeToo oder anderen Vorfällen irgendwelchen Frauen zu nahe gekommen bist. Du hast eigentlich gar keinen Grund, gegen die Frauen was zu haben und gegen den Feminismus was zu haben. Die haben dir doch nichts getan. Und im Grunde ist es doch eine gute Sache, wenn man für die Frauen was macht, denn ich meine, das wollen wir beide auch, oder nicht? Ja, allein schon diese Gleichsetzung von Frauen und Feministinnen, das muss ich sagen, da haben tatsächlich die Feministinnen echt was geschafft in ihrer Zeit, dass eine kleine radikale Minderheit sich ernsthaft als die Vertretung der Frauen darstellen kann. Und dass man, wenn man diese kleine Minderheit kritisiert, als Frauenfeind dargestellt wird, das ist echt ein Coup gewesen, den sie da gelandet haben. Aber nichtsdestotrotz peinlich und unangenehm. Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen natürlich. Aber ich kritisiere selbstverständlich Menschen, die Doppelmoral betreiben, wie das die Feministinnen tun, die die Aushöhlung der Demokratie betreiben, die ja schon jetzt inzwischen, ich glaube, zum vierten oder fünften Mal versuchen, das Wahlrecht auszuhebeln durch Quotenregelungen, obwohl ihnen das Verfassungsgericht schon viermal oder dreimal, ich weiß nicht genau, gesagt hat, dass das verfassungsfeindlich ist. Es interessiert sie einfach nicht, weil sie nicht demokratisch sind, sondern nur auf Vorteile aus sind. Und dann, wie gesagt, die Doppelmoral, die ganze, die ich schon erwähnt habe, was Tote angeht. Ja, Männer sind halt Kollateralschaden. Der Tod von Frauen ist ganz besonders schlimm. Das wird ja jetzt versucht, wenn eine Gruppe von Menschen umgebracht wird und da sind drei Frauen bei, wird ja jetzt versucht, das als Feminizid zu bezeichnen und so weiter und so fort. Ja, ein sehr interessantes Wort. Es gab einen Vorgänger, es gab den Gynozid. Das war die Mischung aus Gynäkologie und Genozid. Ein Wunderwort, das dermaßen ein Overkill-Wort und eine Übertreibung ist, dass es sich eigentlich verbietet. Ich habe einen gewissen Sensor für falsche Töne und die feministischen Töne sind eigentlich von vornherein falsch. Sie sind maßlos, sie sind ungerecht und sie versuchen eine eigene Sprache aufzubauen und das nehme ich ihnen eigentlich am meisten übel. Ich war ja dem Feminismus überhaupt nicht feindlich gegenübergestellt, ganz im Gegenteil. Ich war ein eher, sagen wir mal, ungewöhnlicher Junge und ein ungewöhnlicher junger Mann. Ich habe mich nie für Sport interessiert, nie für Technik interessiert und so weiter und so fort. Stattdessen eben schon geschrieben, ganz früh Geschichten geschrieben. Sprich, ich musste mich immer rechtfertigen für das, was ich bin. Und als dann in den 70er Jahren die zweite Welle des Feminismus stark wurde und die eben behauptet haben, wir wollen die Geschlechterstereotype abschaffen, habe ich selbstverständlich gedacht, ja super, die sind auf meiner Seite, das sind meine natürlichen Verbündeten. Ich habe dann nur sehr schnell gemerkt, dass das eine Lüge ist, dass es ein Lippenbekenntnis ist, denn ich habe mich gefragt, Moment mal, wenn die auch für mich sind, wie sie ja immer behauptet haben, wir sind auch für Männer gut, warum reden die dann alle so abfällig über uns Männer? Und ich habe mich eben auch gefragt, was soll das denn, wenn ihr für Gleichberechtigung seid, warum dann diese Doppelmoral? Wenn ein Mann sein Kind umbringt, dann ist er ein Verbrecher. Wenn eine Frau ihr Kind umbringt, dann ist sie überfordert, dann ist sie das eigentliche Opfer. Und solche Beispiele haben wir ja zu Tausende. Da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich angefangen, mich näher mit dieser Bewegung zu befassen und jetzt eben natürlich nochmal intensiv 4 Jahre lang für das Buch und da eben festgestellt, zum Beispiel, wie sehr Studien manipuliert werden aus dem Frauenministerium. Das ist einfach erschreckend, was da an passiert. In dem Zusammenhang bist du auf diesen Gender Empathy Gap gestoßen. Genau. Ein interessanter Begriff, Gender Empathy Gap. Wir haben ja jede Menge Gaps. Wir haben vor allen Dingen ein Gender Pay Gap. Wenn man in London mit der U-Bahn fährt, dann heißt es immer Mind the Gap. Inzwischen wird das auch in Deutschland durchgesagt. Bitte beachten Sie den Abstand zwischen der Bahnsteigkante und dem Zug. Und so. Also ein Gap ist auf jeden Fall nicht gut. Ein Gap bedeutet nämlich einen Unterschied und Unterschiede müssen ausgemerzt werden, damit wir eine Gleichheit haben. Und der
der Empathy Gap ist also ein Gap, ein Unterschied in der Frage der Empathie. Und auch die Empathie ist ein relativ neues Wort. Genau, ich nenne das auf Deutsch immer den Tag der Empathie-Geschlechterlücke. Das ist der Gender Empathy Gap Day. Es gibt auch einen Empathy Gap Day. Es gibt also nicht nur einen Tag des Fernmeldewesens, sondern es gibt auch einen Gender Empathy Gap Day. Genau, den habe ich 2018 ins Leben gerufen. Den hast du ins Leben gerufen? Ja, ja, genau, um eben aufmerksam zu machen auf die mangelnde Empathie gegenüber Männern. Es gibt auch einen Tag der Gewalt gegen Frauen. Ja, den gibt es auch. Und nun gibt es auch einen Gender Empathy Gap Day. Genau. Und da hast du diesen Tag ausgesucht, nicht ohne Grund, vermute ich mal. Genau, das ist jeweils der 11. Juli. Das Symbol dafür ist eben der 11. Juli 1995. Da haben fanatische Serben in Srebrenica nach 3 Jahren Belagerung die bosnische Stadt Srebrenica erobert, kann man sagen, und 8000 Jungen und Männer ermordet. Und zwar unter den Augen der UN. Das war eigentlich eine UN-Sicherheitszone, in die sich die Menschen geflüchtet haben. Die wurden dann nach Geschlecht getrennt, auf Anweisung von den Serben. Die Frauen und Kinder sind mit Bussen ins Niemandsland in Sicherheit gebracht worden. Die Jungen und Männer wurden, wie gesagt, umgebracht. Das war den UN-Leuten auch klar. Männer sind halt nicht so wichtig. Das lässt sich daran eben sehr gut ablesen. Du bist nicht der Einzige, der diesen Gender Empathy Gap Day pflegt. Nein, das ist zum Glück. Kann ich sagen, hier hat sich Gunnar Kunz ein Gender Empathy Gap ausgedacht und der wird ab jetzt im Terminkalender eingetragen, sondern du bist, wie gesagt, nicht der Einzige, sondern es gibt auch noch andere Stimmen, die das genauso erklären wie du. Genau, der Verein Mandat mit 2N hat gerade eine wunderbare zweiteilige Serie, wenn man das noch Serie nennen kann, veröffentlicht, wo ganz im Detail erklärt wird, wie das dazu kam, zu dieser Geschichte in Srebrenica. Der Gender Empathy Gap wäre dann so etwas wie ein Unterschied in der Empathie, die wir einem Opfer entgegenbringen. Hm. Das ist der Gender Empathy. Genau. Gap. Genau. Das können wir auch eine Doppelmoral in der Justiz sehen, dass Männer und Frauen unterschiedliche Strafen bekommen für das gleiche Verbrechen, nämlich die Männer sehr viel härtere Strafen. Das können wir sehen zum Beispiel in der Genitalverstümmelung. Bei Mädchen natürlich zu Recht ganz schlimm angesehen wird. Die Mädchen, die 8000 Nervenenden verlieren, während die 20.000 Nervenenden, die Jungs bei der Genitalverstümmelung verlieren, offensichtlich kein weiteres Problem ist, weil Männer ja doch sowieso bloß Tiere sind. In den Augen mancher Leute. Und darüber hast du auch ein Buch geschrieben. Das heißt, verwundbar sind wir und ungestüm. Das sind lauter Kurzgeschichten und eine davon behandelt eben auch das Thema Genitalverstümmelung, ja. Den Gap habe ich ja auch nicht erfunden, ich habe nur diesen Tag erfunden. Den Gap gibt es natürlich, also diesen Begriff Gender Empathy Gap, den gibt es schon sehr lange, auch im Englischen. Den gibt es schon länger. Ja. Und wird er jemals überwunden werden? Tja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich weiß es nicht. Wir haben hier eine sehr, sehr starke Lobby natürlich. Männerhass ist einfach ein Milliardengeschäft. Die ganzen Frauenbeauftragten, die irreführenderweise Gleichstellungsbeauftragte heißen, ganzen Leute, die dem Frauenministerium zuarbeiten, die Frauenorganisationen, die Mütterorganisationen, der Deutsche Juristinnenbund, die Leute, die in den Firmen für in Häkchen Gleichstellung sorgen sollen und so weiter. Alle diese Leute verdienen ihr Geld damit, eine Benachteiligung von Frauen zu behaupten. Und natürlich, die wollen ihren Job nicht verlieren. Ne? Die müssen irgendwas finden, um auch weiterhin Kohle zu kriegen. Von den ganzen Stiftungen mal abgesehen, den Linken. Heinrich-Böll-Stiftung ist eine der übelsten in dem Zusammenhang. Und ja, deswegen sehe ich das leider eher negativ, dass wir den Empathy Gap nicht so schnell überwinden werden. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass es wichtig ist, für diese Überwindung einzutreten. Um das nochmal klarzustellen, das war also an diesem besonderen Tag, als 8000 ausschließlich Jungen und junge Männer umgebracht worden sind. Ja. Und nun haben wir aktuell eine Bundesaußenministerin, die extra nach Srebrenica gereist ist, um die Mütter von Srebrenica zu besuchen. Genau. Und mit keinem Wort die ermordeten Männer und Jungen erwähnt hat. Sondern hat darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass man sexuelle Gewalt gegen Frauen besonders berücksichtigt. Genau. Und die Taz hat damals geschrieben, oder nicht damals, sondern ich glaube, das war zum 20-jährigen Jahrestag oder so, geschrieben, ja, wie die armen Frauen von Srebrenica, wie die dieses Massaker überlebt haben. Ein Massaker, das sich ausschließlich gegen Jungen und Männer richtete. Das hatte die Taz geschrieben. Genau. Wir kennen ja ähnliche Stimmen auch sogar von Hillary Clinton, die gesagt hat, die ersten Opfer eines Krieges wären eben die Frauen. Genau. Weil sie ihre Männer verlieren, ihre Väter verlieren und ihre Brüder verlieren. Ja. Und das ist der Gender Empathy Gap, dass unser Mitleid, unser Mitgefühl allein auf die Frauen gerichtet ist. Und das erleben wir jetzt ja nun auch in der Ukraine.
Genau. Frauen und Kinder dürfen flüchten und Männer. Männer werden zurückgehalten. Hören wir hier einen Aufschrei von den Feministinnen, die ja angeblich für Gleichberechtigung sind? Ich glaube nicht. Es gibt diesen Satz von Oliver Wendell Holmes, das ist ein US-amerikanischer Richter gewesen, und der hat gesagt, jede Gesellschaft gründet sich auf den Tod von Männern. Mir macht dieser Satz immer Beklemmung. Ich finde das furchtbar tragisch, aber leider auch furchtbar richtig. Ist dir denn Kritik entgegengebracht worden oder vielleicht sogar Feindseligkeit oder Ablehnung, wenn du diese These vorträgst vom Gender Empathy Gap? Bist du deswegen angegriffen worden? Nein, ich werde oft angegriffen wegen meiner Feminismuskritik, speziell wegen des Empathy Gaps in dem Sinne nicht, weil der wird einfach ignoriert nach wie vor. Diesen Gender Empathy Gap Day gibt es, wie gesagt, seit 2018. Es hat nie irgendeine Reaktion gegeben. Die einzige Reaktion, die es jetzt gibt, kommt wieder mal von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die hat so ein Pamphlet rausgegeben, wo sie mit höchst dubiosen Mitteln versucht, das Ganze zu diskreditieren. Das ist nichts Neues. Das tun sie immer mal so alle halbe Jahre so ungefähr. Das ist das Einzige. Aber ansonsten, nee. Das Schlimme ist ja wirklich, dass diese Leute, die halt die Meinungsfreiheit zerstören, ja nie auf Argumente eingehen. Das wäre ja wunderbar, wenn sie einfach kritisieren würden. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Meinetwegen können sie das alles scheiße finden, was ich sage. Und dann diskutieren wir halt darüber und dann legen wir unsere Quellen offen und dann sagen wir hier, aber aus dem und dem Grund und vielleicht nähern wir uns sogar an. Wäre doch ganz super. Aber das tun sie ja nicht. Sie reden erstmal möglichst gar nicht mit uns und wenn, dann nur über Denunziationen. Das ist ja leider, wie es heute läuft. Du hast ja nun die Geschichte des Feminismus, wenn man so will, das Schwarzbuch Frauen unter dem Titel Besonders Frauen zusammengestellt mit eben diesen vielen Daten und Fakten. Aber kann man nicht sagen, dass der Feminismus auch jede Menge Fortschritte gebracht hat den Frauen, dass der Feminismus den Frauen genützt hat, dass dieses Protokoll nicht auch so etwas wie eine Erfolgsgeschichte protokolliert? Na, ein Erfolg ist es für die Feministinnen auf jeden Fall gewesen, weil die haben ja jede Menge Vorteile sich dadurch ergaunert. Wie ich in meinem Vorwort auch geschrieben habe, selbstverständlich war in der jungen Bundesrepublik, also ich komme aus der Bundesrepublik, ich kann deswegen nur die bundesrepublikanische Wirklichkeit erzählen und nicht die aus der DDR. Selbstverständlich gab es jede Menge alte Zöpfe, jede Menge Ungerechtigkeiten, nur die gab es halt für beide Geschlechter. Und auch beide Geschlechter waren daran beteiligt, diese Ungerechtigkeiten aufrechtzuerhalten. Wenn man sich allein anguckt, dass die CDU in den ersten Jahren ihre Stimmen im Wesentlichen durch die Frauen erhalten hat. Wenn man da gelebt hat in den 70er Jahren zum Beispiel, dann weiß man auch, dass so Sachen wie Frauen behandelt wurden, die ein eheliches Kind hatten, das ist ganz massiv von den Frauen natürlich, von anderen Frauen so ausgeübt worden. Also das heißt... Also die Unterdrückung, die Frauen erlebt hatten. Damals. Genau, die Unterdrückung, die Frauen erlebt hatten. Das ist eben einfach eine Lüge zu sagen, Männer haben Frauen unterdrückt, sondern es haben bestimmte Männer und bestimmte Frauen, bestimmte Männer und bestimmte Frauen unterdrückt. Also in den 70ern mag es ja noch anders gewesen sein, aber dass man heute ernsthaft noch den Feminismus für was Progressives hält, finde ich ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Man muss sich doch nur angucken, was der Feminismus uns alles erzählt. Wir haben ein Sexualstrafrecht, nachdem Frauen für nichts mehr verantwortlich sind. Wenn sie sich betrinken und schlechten Sex haben, ist der Mann verantwortlich. Das ist schlimmer als im viktorianischen Zeitalter. Wir haben ein Scheidungsrecht, das eher aus den 50er Jahren stammt, mit Kindern als Privatbesitz ihrer Mutter und Männer sollen gefälligst arbeiten gehen für die Familie. Wir haben Quotenregelungen, die ja nichts anderes sind als der Prinz auf dem weißen Pferd soll mir die Sterne vom Himmel holen, nur dass der Prinz jetzt eben der Staat ist. Und der Feminismus war der Türöffner für diese Identitätspolitik, indem er nämlich Frauen und Männer als monolithische Blöcke gezeigt hat. Dadurch wieder sippenhaft salonfähig gemacht. Also das ist sowas von reaktionär, das kann man nicht als progressiv bezeichnen. Das sieht man auch daran, wie sie dieses Frausein ständig in den Vordergrund spielen. Also das ist etwas, was Männer in der Regel nicht tun. Die sind vielleicht stolz drauf, was sie geleistet haben oder meinetwegen auch, wie viel Geld sie haben oder dass sie ein tolles Motorrad haben oder was weiß ich, da gibt's ja alles Mögliche. Aber stolz drauf zu sein, ein Mann zu sein, ich glaube, ich wüsste nicht, wer das tut, aber Frauen sind ganz oft stolz drauf, Frauen zu sein, mit dem richtigen Chromosomenpaar geboren zu sein. Das ist auch nichts anderes als Neonazis, die stolz drauf sind, im richtigen Land geboren zu sein oder sowas. Also auch das ist wieder furchtbar reaktionär. Hat es so etwas auch schon während der Weimarer Republik gegeben? Wie hat man damals die Männer gesehen? Denn damals waren die Männer ja zum Teil aus dem Krieg zurückgekehrt und waren sogar kriegsbeschädigt. Es gab Invalide. Mhm.
Ja, also natürlich, wie mit den Kriegsinvaliden umgegangen ist, das auch das beschreibe ich in meiner Serie, ist ganz furchtbar. Also auch schon wie während des Krieges mit traumatisierten Soldaten umgegangen sind. Das waren einfach nur, das war Kanonenfutter, nichts anderes. Also auch das Ärztewesen zu einem großen Teil damals. Es ging nur darum, die Männer wieder verwendbar zu machen für den Krieg und nicht etwa auf irgendwelche körperlichen oder seelischen Probleme Rücksicht zu nehmen. Also da gibt's ganz furchtbare Geschichten und die habe ich ziemlich drastisch, glaube ich, auch beschrieben in meinem Buch Schwarze Reichswehr. Da gibt es diesen großen Mittelteil, der spielt eigentlich 1927, 28, aber der große Mittelteil geht zurück auf die Anfänge der Republik, ist sozusagen eine Rückblende, die letzten Kriegsjahre und Kriegsmonate und die Revolution. Und da beschreibe ich diese Dinge. Schöner Schigolo, armer Schigolo, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar Gold verschmiert zu war, konntest durch die Straßen reiten. Uniform passiert, Liebchen sagt adieu, schöne Welt, du gingst in Franzen. Wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen. Man hätte also auch ein Gender Empathy Gap D während der Zeit der Weimarer Republik ausrufen können, vermutlich an so ziemlich jedem Tag, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Es ist tatsächlich auch so, ich habe auch durch meine Recherche, ich gucke mir eben auch die ganzen Zeitungen von damals an und ich stoße da immer mal wieder auch auf interessante Artikel zum Thema Geschlechter, wo ich feststellen muss, dass sich eigentlich wirklich nichts verändert hat und deswegen bin ich auch ein bisschen pessimistisch, was so Veränderungen angeht, wo auch damals schon Frauen Männer ausgebeutet haben. Ganz viele Dinge, die ich heute beobachten kann, konnte man auch damals schon sehen. Waren die damals auch schon Thema in den Zeitungen? Naja, lustigerweise, lustig in Häkchen, gab damals tatsächlich auch schon eine Männerbewegung. Zur Zeit der Weimarer Republik. Ja, die sich kritisch mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat. Ich habe da nur ein oder zwei Ausschnitte gefunden, also ich kann da nichts Näheres zu denen sagen. Aber auch damals schon, genau wie heute, wird auf die anscheinend einzige Art und Weise in den Medien darüber berichtet, die sich so komische Journalisten vorstellen können, nämlich mit Gelächter, abfällig, hämisch und so weiter und so fort. Reizend sind die Frauen, fast jedem ihre gefällt. Sie sind vom Manne abgesehen das Schönste auf der Welt. Besonders so ein Bräutchen, was kann wohl süßer sein? Doch wenn man sie geheiratet hat, dann fällt man manchmal rein. Und lieblich ist so ein junges Weibchen, auf dem Schoß hast du dein Turteltäubchen. Sieh doch das Glück, das Große, hält ein Jahr allenfalls. Erst hast du auf dem Schoße, dann hast du auf dem Hals. So, da haben wir nun den Vergleich und wir können vielleicht auch den Gap sehen zwischen, nicht nur zwischen der Art, wie wir mit Männern und Frauen umgehen, sondern auch in der Art, wie sich die geschichtlichen Epochen gleichen und wie sie sich unterscheiden. Wir haben einen Protokollführer, der die Zeit der Weimarer Republik beschrieben hat und die Zeit, in der der Feminismus hier in Deutschland sich sehr stark ausgeprägt hat. Und ich möchte diesen Protokollführer, wie ich ihn genannt habe, jetzt auch nochmal befragen. Erstmal zu dem Protokoll der Weimarer Zeit und dann zu dem Protokoll des aufblühenden Feminismus. Worauf sollten wir unser besonderes Augenmerk richten? Das Entscheidende sind nicht die individuellen Ausprägungen einer Katastrophe, sondern das Entscheidende sind die Methoden. Offensichtlich leben wir wieder in einer Zeit, in der Menschen Probleme damit haben, Demokratie zu verstehen. Demokratie ist nicht, wenn nur diejenigen, die wir schätzen, reden können, so wie sie wollen, sondern Demokratie beweist sich gerade dann, wenn wir zulassen, dass auch andere Menschen mit anderen Meinungen, mit denen wir nicht übereinstimmen, ihre Meinung sagen können. Auch wenn sie vielleicht etwas scharf formulieren. Und was kannst du zusammenfassend sagen über die Entwicklung, die der Feminismus gemacht hat? Naja, wie sollte sich das entwickeln? Oder siehst du da Möglichkeiten, dass es sich verbessert? Naja, sagen wir mal so, was ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass es eben auch zunehmend Frauen gibt, die diese Ungerechtigkeiten sehen. Die sehen speziell diese Ungerechtigkeiten im Scheidungsrecht, weil wir eben jede Menge entsorgter Väter haben und weil jeder, der sich mit der Materie beschäftigt, weiß, was für fatale Folgen es hat für die Kinder, und zwar für beide Geschlechter, wenn ein Elternteil fehlt und in dem Falle, wenn der Vater fehlt, dass das mit erhöhtem Risiko zu Drogenkonsum, zu
zu Selbstmorden, zu Gewalttätigkeiten einhergeht. Das ist alles längst wissenschaftlich erforscht. Und da gibt es zum Glück eben auch immer mehr Frauen, die das verstehen und die ihre Kinder eben nicht missbrauchen wollen als Scheidungsgeiseln. Das ist ein gewisser, ja, hoffnungsvoller Ansatz, den ich so sehe. Mhm. Ansonsten, glaube ich, werden wir noch sehr, sehr lange damit zu kämpfen haben, weil einfach, wie gesagt, das wirtschaftliche Interesse vieler Bevölkerungsgruppen daran hängt, dass auch weiterhin Männer dämonisiert werden. Vielleicht kann man sogar das Zitat von Hillary Clinton anwenden und sagen, auch Frauen sind die ersten Opfer des Feminismus. Denn sie sehen ja die Schäden, die angerichtet werden bei ihren Vätern, bei ihren Ehemännern und bei ihren Brüdern und bei ihren Söhnen. Genau. Und auf diese Frauen hoffen wir jetzt, wir beide. Und in diesem Sinne möchte ich mich von dir verabschieden, lieber Gunnar. Das war sehr informativ. Vielen Dank. Dass du dir die Mühe machst, nicht nur als Erzähler tätig zu werden und nicht nur versuchst, unterhaltsame Krimis zu schreiben, sondern diese Krimis auch spielen zu lassen vor einem Hintergrund, der uns ganz viel erzählt, nicht nur über die damalige Zeit, sondern auch als Spiegel über die heutige Zeit. Und dass deine Kritik, die du am Feminismus übst, dass du dir eben auch vor dem Hintergrund einer richtigen Datensammlung und einer Faktensammlung vollbringst, die man nicht so leicht ignorieren kann und der man auch nicht so leicht widersprechen kann. Aber auf dieser Ebene können wir uns vielleicht auch wieder vertragen. Also schönen Dank, Gunnar, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung, die Sie jeden Donnerstag auf Kontrafunk hören können, um 20 Uhr und um 23 Uhr, jeweils nach den Nachrichten. Für alle, denen der Zeitpunkt nicht passt, gibt es den Podcast. Diesmal habe ich mit Gunnar Kunz über den Gender Empathy Gap gesprochen und über sein Projekt, uns die Zeit der Weimarer Republik nahezubringen. Ich möchte mich noch einmal recht herzlich für das Gespräch bedanken und dafür, dass er das Leiden von Männern, das im Schatten unserer Aufmerksamkeit liegt, sichtbar machen will. Ja, so wollen wir es halten. Wir wollen weiterhin Feministen, die schlechte Politik machen, kritisieren, so wie wir uns erlauben, auch alle anderen, die schlechte Politik machen, zu kritisieren. Die Frauen jedoch lieben wir und die Fehler verzeihen wir ihnen. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Ihr Bernhard Lassahn. Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was piept in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.